Mehrere Ohrfeigen und ein Tritt in den Hintern. Christian Constantin, Präsident vom FC Sion, verliert vor laufenden Kameras völlig die Nerven. Nach dem Schlusspfiff kommt es zum Eklat. Constantin greift TV-Experte Rolf Ringer an. Der ehemalige Trainer vom VfB Stuttgart machtlos am Boden. Und das alles nur, weil Fringer in den vergangenen Wochen Kritik äußerte. Das ist überhaupt nicht korrekt. Er ist zu mir gelaufen. Zuerst ist schon der Sohn gekommen, nachher ist er gekommen und hat mir irgendwie 3-4 Ohrfeigen gegeben. Ich habe mein Mikrofon gehalten, ich habe mich gar nicht gewehrt. Ich dachte, das darf ja gar nicht wahr sein. Ist mir nachgelaufen, bin am Boden geschlüpft, umgekehrt, tritt ins Viertel rein, in den Rücken rein. Also eigentlich unglaublich. Natürlich ist man kritisch, natürlich tut man den Menschen kritisieren. Er hat sich auch dementsprechend verhalten in den letzten 10, 15 Jahren. Und das sind natürlich klar einmal harte Worte gewesen, wie man das so empfindet. Aber so eine Reaktion an einem, ich sage jetzt mal, an einem Fußballexperten in Anführungszeichen, das ist völlig untragbar. Und darum habe ich am Anfang ein bisschen Mühe gehabt. Jetzt habe ich mich langsam wieder gefasst, habe das noch gar nie erlebt. Aber das zeigt, dass die Menschen einfach nur können austeilen und nichts einstecken. Und das ist das letzte Wort natürlich noch nicht gesprochen.